Ja, hier ist Claude Baumann von Finnews mit einem Rückblick auf 2019. In Asien sicherlich ein Jahr der Überraschungen, herrschte zunächst noch Aufbruchsstimmung, so hat sich diese Situation schlagartig verändert. Ich erinnere mich an die Asian Investment Conference im März in Hongkong. Da herrschte noch Sorglosigkeit, es wurde über Digitalisierung, über E-Sports, E-Gaming und über das riesige Potenzial der chinesischen Volkswirtschaft debattiert und niemand ahnte damals, was nur wenige Monate später geschehen würde. Auch wir nicht von Finnews, als wir ein Büro damals in Hongkong eröffnet und auch weiterhin dort sind. Die Protestbewegung ist mittlerweile so etwas wie die Klimastreiks in Europa. Sie ist aus dem Alltag nicht mehr herwegzudenken und China ist gänzlich überfordert mit der immer wieder sich verändernden Entwicklung. China ist sich aber auch bewusst, dass die Regierung oder auch die Armee da nicht einfach eingreifen kann, weil Hongkong als Fenster zur Welt an Reputation massiv verlieren würde. Das erklärt denn auch, dass China mittlerweile auf Normalität aus ist und versucht, den Finanzplatz zu stärken und wieder zu stabilisieren. Das zeigte sich vor wenigen Wochen mit dem dritten Börsengang von Alibaba, der nicht etwa in Shanghai oder in Shenzhen stattfand, sondern in Hongkong. Vor diesem Hintergrund ist noch mit weiteren Veränderungen zu rechnen, die zu einer weiteren Stabilisierung Hongkongs beitragen könnten. Insofern entpuppt sich 2019 als ein Erfolgsjahr für die Protestbewegung, die sich jetzt mittelfristig überlegen muss, was die Hauptstoßrichtungen sind. Trotzdem werden viele Unternehmen im nächsten Jahr ihre Kapazitäten verlagern, vor allem nach Singapur, weniger nach Europa, aber dafür nach Amerika, weil Amerika immer noch ein riesiges Potenzial bietet und eine wesentlich homogenere Struktur hat als Europa. Langfristig wird China sicherlich darauf achten, dass immer mehr Festlandchinesen nach Hongkong kommen, damit die Überzeugung dominiert, dass es richtig ist, dass China im Jahr 2047 diese Sonderverwaltungszone gänzlich übernehmen und integrieren wird. Das ist noch eine ganze Generation, aber in dieser Zeit von 27 Jahren kann noch sehr viel passieren. Wir von Finnews bleiben dran. Wir wünschen Ihnen bei dieser Gelegenheit frohe Weihnachten und einen wunderbaren Rutsch in dieses wohl weiterhin spannende 2020.